Hallo ihr Lieben, ich mache wieder Pokémon auf. Lange ist es her, dass ich ein Video gemacht habe, aber jetzt ist das neue Set draußen. Astral Radiance Astralglanz bei uns. Und tja, die Boxen, leider verspätet. Also die Deutschen, die kommen wieder irgendwann. Aber Englisch ist schon da und da ich ja sowieso immer Englisch aufmache, können wir also hiermit anfangen. Ich habe noch andere Sachen wirklich liegen, also ich habe einfach keine Zeit, tut mir leid. Die das regelmäßig verfolgen und wegen Pokémon verfolgen, haben schon gemerkt, ich habe ewig kein Video mehr gemacht. Jetzt ist es sowieso, jetzt habe ich hier wieder die Ecke abgefroren. Naja, egal. Also ewig kein Video mehr gemacht. Einfach keine Zeit. Das ist so viel zu tun, um noch andere Spiele und so. Ich habe halt so ein bisschen expandiert, ne? Nicht nur Pokémon, sondern eben auch Flash und Blood, Digimon und so weiter. Und das ist halt, oh, jetzt hier irgendwie fein. Naja, ist nicht so schlimm. Es ist halt Arbeit. Ja, also Hobby zum Beruf machen ist halt plötzlich Beruf. So, dann hat man da überhaupt keine Zeit mehr für sein Hobby. So wie das hier zum Beispiel. Also sehe ich jetzt mehr so als Hobby als Beruf. Die teuerste Karte, die wir finden können, ist wahrscheinlich immer noch... Nee. Das ist die alternative Hardware. Moment. Achso, ihr könnt die gar nicht alle sehen. Ich muss die mal die schön nicht mithalten. Also hier... Hat jemand bei mir im Laden gezogen? Also vielleicht guckt derjenige. Dankeschön. Also hat sie mir gleich verkauft. Weil gesagt habe, ich sammle ja die goldenen. Die habe ich selber schon gezogen. Also geht so bisher. Aber ich meine, vollständig machen. Ne, mache ich nicht mehr. Ach hier, Mann. Ey, bin ich blind? Das ist zurzeit die teuerste Karte. Und mit teuer meine ich 60, 70 Euro oder so. Also es hält sich in Grenzen. Und das liegt natürlich daran, dass eben so Pokémon wirklich... aufgerüstet hat. Ne? Also ich habe es in irgendeinem Video mal gesagt, dass die ja sozusagen aufstocken wollen, ne? Dass sie eine Druckerei gekauft haben. Also weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe. Also die kaufen nicht mehr, Pokémon kauft nicht mehr Spots in der Druckerei, die kaufen die Druckerei. So. Und wahrscheinlich haben die da noch Verträge laufen gehabt und müssen das halt irgendwie erstmal sozusagen fertig machen, was auch immer da gedruckt wurde. Und dann danach wird halt nur noch Pokémon gedruckt und möglicherweise ist es eben jetzt soweit. Möglicherweise betrifft es nur die Deutschen oder so. Das kann natürlich auch sein, dass nur deutsche Booster jetzt erstmal in der neuen Druckerei gedruckt werden, weil mir ist aufgefallen, dass gerade bei Astralglanz die Deutschen halt alle gebogen sind und auch so vom... Na, ich kann es mal zeigen. Bevor ich lange rede, zeige ich es mal. Das sind Energiekarten aus Boostern, die ich aufgemacht habe. Drei Packs, also drei Boxen Englisch, eine Deutsch bisher. Also da ist ein Unterschied. Und diese Farbe am Rand, die kommt jetzt meiner Meinung nach vom Schneiden. Also je nachdem, wie die geschnitten werden. Weil im Grunde innen müssen die Karten ja gleich aufgebaut sein. Ja, also man sieht einen Farbunterschied, deutsch-englisch. Die sind dunkler. Und also es spricht alles dafür, dass die aus einer anderen Druckerei kommen. Aber wir können auch mal, also bei einer Energiekarte wird es, glaube ich, mir verziehen. Ne? Der innere Aufbau und so der Karten ist ja gleich. Also nach wie vor hast du... weiß-weiß und in der Mitte halt so einen schwarzen Layer. Und das ist ja bei denen auch so. Also der Grund, warum jetzt der Rand sozusagen eine andere Farbe hat, ist nicht die Innenseite der Karte, dass die irgendwie anders aufgebaut ist, sondern tatsächlich das Schneiden. Also ob die von oben oder von unten geschnitten, also ob sie so rumliegen, die werden immer von oben geschnitten, aber ob sie halt beim Schneiden so rumliegen oder so rum. So, und dadurch wird halt der Rand entsprechend anders umgedreht sozusagen, weil das Messer ist ja nur auch kein Nano-Messer, sondern muss ja auch irgendwie den Materialien beiseite drücken. Und die sind alle gebogen. Also irgendwas stimmt da nicht. So mit der Qualität bin ich in dem Sinne von den deutschen Karten nicht überzeugt. Aber jetzt machen wir endlich mal auf. Achso, wollen wir noch in die Box? Ihr habt das doch bestimmt schon bei anderen Menschen gesehen. Ne? Das sind schöne Darkrai-Sleeves. Die sind okay, die Würfel. Endlich. Irgendwann geht's. Es ist immer so diese halbtransparenten großen, ne? Das ist ganz schön. Und haben die immer noch das Logo drauf oder sind sie davon irgendwie abgewichen? Z-Logo ist drauf. Und so rot-schwarz ist halt manchmal unter bestimmten Lichtbedingungen schwer zu lesen. So. Aber naja, ist jetzt nicht so schlimm. Gut, dann machen wir mal auf 8 Packs. Wie gesagt, ich hab schon drei ganze Boxen aufgemacht in der Hoffnung, da irgendwas Gutes zu finden. Und naja, wie gesagt... Und so ein bisschen was war dabei. So, dann gucken wir mal. Wollen wir es? Achso, schwarzer Code heißt nichts drin. Oder war weißer, schwarzer Code was drin und weißer Code nichts drin? Weiß ich nicht. Wir können ja mal einmal so machen. Oh, hat schon wieder was geblitzt. War eine Wasserenergie. Wie gesagt, der Tempel
Den habe ich jetzt schon in Gold, das ist auch gut. Saring, Userin, Featherball, Quillfish. Mir ist jetzt so noch nicht so wirklich so Voltorb und Cleaver, also Axanthor sozusagen. Den haben wir hier im ersten Pack gehabt. Also noch nicht so verloren. Verdammt, einfach beim nächsten Pack weitermachen. So, versuchen die hier irgendwie schön sauber aufzumachen. Das heißt, wir gucken uns den Code mal nicht an, sondern... ach, jetzt sind die schon wieder so aufgebreitet, aber man kann nur die Reverse Holo sehen. Guck mal, dann gehen wir gleich zu der. Scyther. Und was haben wir danach? Aha. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Meine ETBs gönnen. Also zur Zeit. Die letzte hat gegönnt, falls nicht. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das nochmal an. Das ist die Karte, die ich vorher angepriesen habe. Das teuerste halt im Set. Aber mit teuer meine ich eben 60, 70 Euro. Und das ist halt so... Ah. Ja, für die Box lohnt es sich. Aber wenn man jetzt eine ganze Boosterbox aufmacht, die ja nun über 100 Euro kosten sollte, da hat man die eben nicht drin. Ne? Da hat man eine Secret Rare drin. Also das ist ja nicht mal... Das ist ja nur Alternate Art. Ich hatte eine Alternate Art bisher drin. Wir gucken gleich mal nach. Ich hole meinen Ordner und dann gucken wir, vielleicht wenn ich die einsortiert habe, ja, dann gucken wir mal rein. Was ich schon. Aber es ist, ja, also für die ETB kann ich mich nicht beschweren. Super. So lügt sich jetzt hier überhaupt noch diese anderen Packs aufzumachen. Was kann da noch drin sein? Ich mache es wieder. Ah, Herr Weißer Code. Dann wissen wir Bescheid, dass hier nichts drin ist. Aber nochmal zur Qualität der Karten. Jetzt bei den Englischen fällt mir das wieder auf. Ne? Die sind ganz glatt so und die sind ganz sauber. Also die fühlen sich so an wie immer. Und bei den Deutschen hatte ich noch das Gefühl, dass die schmutzig waren. Also so staubig vielleicht, also so krümelig. Und das kann eben auch mit dem Schneiden zu tun haben. Ne? Dass also, wenn das Messer nicht ganz sauber ist oder so, dass die da so ein bisschen Krümel beim Schneiden lassen und dann eben irgendwie auf den Karten bleibt und dann auch ins Pack kommt oder so. Also das hat ganz merkwürdiges, fast schon billiges Gefühl, hatte ich bei den Deutschen. Das Fossil, ein Bronzong. Roxanne. Ralts. Nickit. Togepi. Shadow. Magnemite. Bronzong in Reverse. Und Baskeligion heißt der. Eine Nicht-Holo-Rare. Okay, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Bronzong ist immerhin, das ist sogar eine Holo-Rare eigentlich. Aber das Centering? Naja, gut. Centering ist überhaupt nicht wichtig. Das ist neulich so ein Video gesehen, wo ein Typ halt so drüber gesprochen hat. So, er meinte eben, wenn sich Leute über Centering aufregen, dann ist die Karte nicht selten. War, glaube ich, seine Argumentation oder so. Also nicht selten genug, dass er wertvoll ist. So, wenn nur das Centering sagt, so, oh, die ist jetzt nicht so viel wert, weil sie nur eine PSA 8,5 bekommt oder so, dann ist die Karte nicht. Also wenn PSA 8 oder 9 oder 10 ist schon nice immer. Also wenn es wichtig ist, ja, so 0,5, 1,5 Unterschied bei PSA, dann ist die Karte nicht selten genug, um wirklich wertvoll zu sein, war seine Meinung. Pillow Swine. Gardenias, die hat zum Beispiel in Full Art gezogen. Auch eine der schönsten und wahrscheinlich besten Trainer Full Arts in diesem Set. Wushkash, Cyndaquil. Oh Mensch, da kann ich ja meinen. Der sitzt hier mal an der Seite und guckt zu. Der kleine Feurige, ne? Growlithe. Bronzor. Rufflet. Sweet Honey. Bei uns heißt er nur Honig. Ich weiß nicht, ist Honig süß normalerweise? Rampardos ist ein. Eine Holo-Rare. Sehr schön. Warum heißt der bei uns nur Honig? Ein süßer Honig. Die ist gar nicht. Honig ist Rohkost. Das darf man gar nicht so essen, eigentlich. Ohne abzukochen. Zumindest für Babys. So, wieder was gelernt. Eine Bananenergie. Und Golduck. Super Effective Glasses. Cricketune. Macht schöne Musik. Pawniard. Yanma. Drifloon. Silvudu. Kombi, Oshawott, den mag ich halt schon, also der ist halt so, er guckt einfach niedlich. Und ein Overkill, das hat bestimmt eine Bedeutung, der Name, wenn man Overkill sagt.
So. Sind wir schon über die Hälfte hier? Die wollen wir ja nicht rauskommen. Das muss man doller aufreißen. Gucken wir mal. Schwarzer Kot heißt nix. Können wir einfach so. Schwarzer Kot heißt. Oh Gott. Wir haben eine Holo. Adamant. Der heißt eigentlich Diamant. Ne? Also Diamant und Pearl. Ne? Pearl ist die andere. Ich wollte unterschlagen und vergessen, dass die Radiant. Wie viel Glitzer wollt ihr? Dass die Radiant-Karten im Reverse-Holo-Slot sind. Ja, nice. Und Greninja, Quajutsu ist auch der beste von denen. Tatsächlich. Also was so werttechnisch. Ich weiß nicht, ob es an der Fähigkeit liegt. Wird der gespielt? Müssen wir mal gucken. Oder ist es einfach, weil Quajutsu halt der coolste von den dreien ist. Weil Heatran, ich meine, na, ich sehe es dann auch immer tatsächlich aus einer Spielerperspektive. Und Heatran, also die letzte Heatran GX-Karte war eigentlich ganz gut. Wie es jetzt mit der aussieht, weiß ich nicht. Also weißer Code können wir einfach aufblättern. Aber immerhin Reverse, Holo, eine Rare. Aber Luck geht so. Und eine komische Visa-Karte. Okay, letztes Pack für die UTB. Und danach gucken wir, wie gesagt, wie versprochen, nochmal in den Ordner rein. Weißer Code. Können wir also einfach aufblättern. Noch ein Cleaver. Und Wasp Queen, sozusagen die Hornisse eigentlich, war Horn. Bei uns heißt sie Horn, ne? Also es ist nicht Wespe, sondern Hornisse. Jetzt müsste man mal gucken, ne? Ich kenne mich ja in Bio nicht aus, was das wirklich für ein Tier sein soll. So, dann gucken wir mal. Irgendwas Grünes war doch dabei, ne? Habe ich schon, ne? Also die Reverse Holos sind relativ vollständig. Ich habe es aber diesmal so gemacht. Wie einer meiner Zuschauer, vielleicht ist er dabei, Grüße ihn raus, Deutsch und Englisch zusammen in einen Ordner. Ich habe sonst immer getrennt gemacht und diesmal gesagt, so, ach komm, das ist so viel Arbeit. Ich habe es ja eingangs gesagt, ich habe so viel zu tun, ich schaffe nicht mehr alles so. Auch noch doppelt zu sammeln. So, also das geht einfach nicht. Hier sieht es schon gut aus, also hier bin ich ganz froh, dass die beiden da sind. Hier fehlen offenbar zwei feurige V und V-Star oder V-Max, weiß ich nicht genau. Heatran könnte hier fehlen. Heatran, V-Max. Ne? Das ist, glaube ich, hier die Lücke. Hier oben. Keine Ahnung, welcher hier fehlt. Washout habe ich auch schon. Da weiß ich nicht, wie soll ich es jetzt machen. Ne? Also hier habe ich, wie gesagt, eine deutsche Reverse-Holo reingemacht. Und jetzt habe ich noch eine englische Reverse-Holo. Ist das jetzt mein englischer? Jetzt muss ich vorne nochmal gucken. Wenn ich sage, grundsätzlich ist das mein englischer Ordner, dann tausche ich die doch aus. Jetzt sehe ich, dass ich den sowieso schon dreifach habe. Keine Ahnung. Wieso habe ich jetzt hier den deutschen reingemacht? Ich weiß es nicht. Also raus damit. Mal sehen. Hier sieht es ganz gut aus. Ist ja relativ überschaubar, Elektroset. Ne? Also Luxray, Luxtra und Reggie Alecki heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Klingt aber polnisch, würde ich sagen. Aber es scheint der richtige Name zu sein. Rampardos habe ich. Axanthor in Reverse. Wo kommt der hin? Hier hinten. Es sieht so aus, als hätte ich den schon. Yep. Decidueye, die beiden. Auch vollständig. Also das Paar, meine ich. Hier waren auch Lücken drin, wo ich nicht weiß. Also Machamp wahrscheinlich. Ja, irgendeine V-Max oder V-Star. Lieber wie ist dann natürlich neu, ne? Der ist jetzt reingekommen, der höchstwahrscheinlich, also ohne auf die Nummer zu gucken. Ich habe natürlich geguckt, aber war eigentlich klar, dass der hier hinkommt. Okay, Lücke gefüllt, sehr gut. So, beide Cleavers sind dann doppelt. Darkrai, ne? Ihr seht jetzt kaum, als hier so ein bisschen blendet hier. Ich habe jetzt auch wieder Seiten genommen, die klar sind. In den letzten Videos hatte ich so matte Seiten. Auch schön, aber oh, Telefon, muss gleich mal angehen. Klar sieht dann doch so beim Durchblättern ein bisschen schöner aus. So, weiter geht's. Bronzong war, glaube ich, der letzte schon vorhanden, auch auf Englisch. Okay, kann weg. Und dann fehlt hier noch was. Atmurai ist da. Okay. Ja, Atmurai ist halt der Goldene, über den ich gesprochen habe. Ne? Den
Sehr schöne Karte. Kommt aber woanders halt in eine extra Sammlung, packe ich hier nicht mit rein. Hinten sieht es gut aus. Und danach habe ich dann halt einfach so reingepackt, was doppelt ist. Und ohne zu sortieren, weil ich jetzt nicht die Absicht habe, das irgendwie vollständig zu machen. Aber waren jetzt Holo Trainer hier schon dabei? Habe ich hier hinten nochmal extra. Da gilt das Gleiche. Also ich möchte klar irgendwie alles mal in Reverse Holo haben. Also weil gerade Trainerkarten oder Itemkarten ist ja eigentlich wurscht. Irgendwie und was halt Holo ist. Kommt dann halt einfach das Doppelte irgendwo hier hinten auf die roten Seiten. So, haben wir da noch? Da haben wir noch Platz. Ja, so sieht's aus. Ne? Und dann aus der Trainergalerie. Sind es jetzt 8? Ne? Könnt ihr die? Ja, ne? So ist ganz gut. Ah, dieser Glanz. Schön. Aber sieht halt gut aus. Das sind tolle Karten. Ich glaube aber, ich habe die schon auf. Ist es hier? Ah, ich dachte, es wäre ein Kratzer. Kinder. Aber ist im Artwork mit drin. Ich habe eher das Ziel gehabt, hier die auf Japanisch zu besorgen. Also da hatte ich halt durch VMAX Climax, wo es losging, eine ganze Menge davon. Und dachte mir so, ja, dann mache ich da auf Japanisch weiter. Und die Deutschen oder Englischen da eine vollständige Sammlung zu haben, ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Hier, die beiden sind ganz schick. So, also die sehen halt, oder eigentlich sehen alle gut aus, finde ich. Also die sehen alle gut aus, Punkt. Also da gibt es keine Abstriche. Und wie, ob man jetzt sagt, man hat jetzt die eine oder die andere oder die V oder die normalen und so weiter. Die beiden hier, die kommen halt auch extra. Ich zähle die jetzt mit zu den goldenen Karten. So, obwohl sie in die Trainergalerie gehören und nicht zu den Secret Rares. Und wie gesagt, der hier kommt jetzt irgendwie extra. Und die beiden mache ich auch extra, weil halt so, naja, ein bisschen hochpreisiger ist. Und wer weiß, was mit dem Ordner irgendwann mal passiert. Ne? Also die müssen extra in eine Box und schön in Schrank irgendwo verschlossen und so. So, na dann, das nächste, was ich aufmachen muss, sind die 3-Pack-Blister. Ne? Geht dann in den Promo-Ordner, da ist ja mal die Promokarte drin und natürlich ist es eben das Blister-Battle der Pokémetropole. Also das findet hoffentlich am 12.06. statt. Wer da noch nicht Bescheid weiß, guckt einfach mal hier in die Videobeschreibung. Unten ist ein Link zur Pokémetropole, ist ein Discord-Server, Zusammenschluss von Sammlern, YouTubern. Es werden ein paar weniger, muss ich tatsächlich sagen, leider. Also sind Leute dabei gewesen, die vielleicht nur so auf den Hype-Train aufgesprungen sind. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach, ja, das Leben geht ja auch weiter. Und wenn Leute älter werden, haben sie vielleicht andere Interessen und nicht unbedingt mehr Pokémon oder so. Das kommt dann später wieder, wenn man ein bisschen älter wird. Naja, also Pokémetropole Blister Battle ist das nächste Video. Das muss ich jetzt noch gleich aufnehmen und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann, ciao.